herzlich willkommen hier aus dem Schauspiel Dortmund, wo in wenigen Tagen der Autsch 2014 verliehen wird. Und ich habe die große Ehre, zusammen mit meinem charmanten Kollegen Carlos Lobo durch den Abend zu führen. Mir geht es mindestens, wenn nicht genauso oder mehr, mit Julia Schubert. Eine Kollegin, mit der ich schon immer mal eine Gala moderieren wollte. Und diesmal ist es ausgerechnet der Autsch 2014. Ich freue mich, Carlos. Ich freue mich sehr. Wir dürfen natürlich nicht verraten, wer dieses Jahr alles zu Gast sein wird. Aber wie wir aus den vergangenen Jahren wissen, die Preisträger waren sehr glücklich darüber, denn es ist eine besondere Auszeichnung. Es ist keine 0815-Auszeichnung. Und wir haben alle sehr viel gelitten. Die Nominierten haben alle ein Autsch fabriziert, das uns alle angeht. Und deswegen sind sie überhaupt nominiert. Was sehr schön ist, ist, dass die Verleihung hier in Dortmund im Schauspiel stattfindet, in dieser wunderbaren Stadt, die schönste Stadt, wenn nicht sogar die allerschönste Stadt des Ruhrgebiets. Mein lieber Jan, das ist unser Kameramann, vielleicht schwenkst du ein bisschen in Richtung Saaleingang. Dort finden nämlich gerade die letzten Vorbereitungen für den großen Abend statt. Und Julia, wenn du ein bisschen hierher trittst, dann kann Jan ein wunderbares Kleid noch einfangen. Es ist nämlich wirklich sehr bezaubernd. Danke, Carlos. Wie die Kollegin. Wir werden mal schauen, ob wir einen kleinen Eindruck erhaschen können. Ich höre schon Stimmen. Etwas Sketchartiges. Oh, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir lassen die Tür noch ein bisschen zu und erhalten so die Spannung. Liebe Zuschauer, mit der zweiten schlägt man besser. Autsch! Der Preis 2014. Am 3. Mai. 19.30 Uhr. Hier im Schauspiel Dortmund. Nicht vergessen, kommen.